Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Immer noch im geheimen Vault 81 Labor. Ja, wir werden hier noch ein bisschen... Ja, da buddeln sich schon wieder ein paar Maulwurfsratten raus aus der Gegend. Naja, gibt's erstmal ein paar verpasst hier. Oh, da könnten noch auf dem Boden lauern. Ja, genau. Dankeschön. Das Mikroskop nehmen wir mal mit. Was haben wir hier noch? Zugriffsterminal. Yo, Hacken, super. Macht ja so verdammt viel Spaß. Extended. 3 Treffer. Was haben wir alles? Oh. Oh, was könnte es sein? Overseas Computer? Nein. Also das vorletzte E stimmt schon mal, auf jeden Fall. Das könnte sein, inserted. Bin durch. Aha. So, was haben wir denn? Türfernsteuerung. Tür öffnen, natürlich. Ich weiß zwar nicht, welche Tür, aber... Hallo, was immer das auch war, es hat funktioniert. Oh, hier. Sehr schön. Komisches Geräusch. Wir werden hier noch ein bisschen mal rumgucken. Haben wir eigentlich hier noch... Nee, Gegner haben wir gerade keine angezeigt, ne? Ja, das waren hier... Ja, die kommen jetzt gleich irgendwo raus. Ich komme hier nie mit denen. Naja. Ja, Wahnsinn. Das Ding hält hier aus. Hält mehr aus als hier. Größere Gegner. Ist ja der Wahnsinn. Okay, aber wir können ja was essen von dem her. Macht dir nichts. Wir haben ja tonnenweise Futter dabei. Ja, und ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt und schon kenne ich mich fast nicht mehr aus. Oh, frische Karotte und frische Melone. Sehr schön. Hirnpilz. Köterkeule. Köterkeule. Genau. Das passt schon. Ja, wir gucken hier noch ein bisschen. Vielleicht gibt es hier noch das ein oder andere interessante Objekt. Oh, wie zum Beispiel eine Mini-Atombombe. T-Shirt und Hose. Ja, Wahnsinn. Hm, okay. Ja, dann geht's jetzt dann wohl. Da könnte 100 Pro auch wieder was rauskommen. Ja, hier noch ein bisschen umsehen. Es könnte ja wieder sein, dass hier irgendwo eine Wackelpuppe oder sowas versteckt ist. Oder ein Stealth Boy. Oh, hier, Tech-Passwort. Okay, das ist schon mal interessant. Hätten wir 100 Pro hinten brauchen können. Gucken wir doch mal schnell an hier. Die versus... wo haben wir es denn? Volt 81, Tech-Passwort. Achso, okay. Ja. Ein paar Kissen. Nee, Kissen brauchen wir nicht. Mikro nehmen wir mit. Dieses Terminal ist mit firmeninterner Voltec-Technologie ausgestattet und ermöglicht die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen Terminals. Lesen Sie sich vor Gebrauch das Benutzerhandbuch durch. Test 1, 2, 3. Collins, Test, Test. Dr. Olivet, kannst du mich hören? Ja, Kenneth, ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag, richtig, Aufseher? Das stimmt, Gott sei Dank. Haben wir das nicht... Ja, das haben wir alles schon durchgelesen. Das kommt mir gerade so, denke ich mir, hä? Kennen wir das schon? Tier, ja, lauter Drogen. Wodka. Ja, den ganzen Schrott lassen wir mal da.
Ja, dann geht's auch wirklich weiter hinten in diesem geöffneten Raum. Und ich kann tatsächlich irgendwann mal demnächst einfach auf Stimpaks umsteigen. Denn wir haben schon so viel davon, dass wir wirklich eigentlich nicht mehr auf Essen angewiesen sind. Ich nehme mal lieber die 10mm. Und wir könnten mal kurz speichern, genau. Speichern wir mal. So, Kerzen. Und Blumen. Ach, das sind die verstorbenen Kollegen. Okay. Okay, dann lassen wir wohl mal die ganzen Knochen da. Ach. Beziehungsweise, wir haben doch hier unser Packeselchen dabei. Achte nicht auf die Unordnung. Ja, ja, schon klar. Diverses Schrott. Ja, nehmen wir mal die sterblichen Überreste hier von den armen Professoren mit. Da können wir sicherlich Leim draus kochen. Hört sich das bösartig an. Naja, aber that's life. That's after nuclear war life. Okay. Freundlicher Roboter. Nochmal ein Mikroskop. Sehr geil. Elevator. Ach, und hier können wir jetzt quasi dann direkt in den... Ja. Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Ja, wer... Wie, was? Öffne die Tür? Nee, wir wollen erstmal mit dir reden. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich speichere mal schnell hier. Schnell, ich weiß ja nicht. Wir fragen die erst noch ein Diese bisschen Diese Maulwurfsratten genau. sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Voltbewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Volt herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Sollen wir die anlügen? Wir sind mal ehrlich. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, aber... Sehe ich nach Voltec-Security aus? Junge. Wer weiß schon, was nach so vielen Jahren in Mode ist? Stimmt, deine Kleidung ist etwas dreckig. Aber nicht jeder legt Wert auf Hygiene und Reinigkeit. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Eigentlich nicht. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltec-Mitarbeiter, sogar du, könnte das machen. Du musst zu Voltec gehören, sonst könntest du nicht hier sein. Ja, und ich habe doch den schicken Volt 111 Anzug an. Wir reden einfach weiter. Diese Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht lieb gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr nützlich. Ja, wir sind autorisiert, passt schon. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Öffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. So, Curie ist geil, das ist eine andere... Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel.
Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Warum kann die nicht herstellen? Die hat hier, keine Ahnung, wie viel 100 Jahre, 85 Jahre, dann hat sie 125 Jahre an dem Heilmittel gearbeitet. Und hier nur eine Spritze. Okay, das passt, damit können wir den kleinen Jungen retten. Und ich find's geil, weil hier Curie, das ist ja, schätze ich mal, schwer, so eine kleine Anlehnung an Madame Curie, die französische Forscherin, ja. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Nee. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Ach so, okay. Okay, das erklärt's dann wieder. Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Yay! Erstmal Wackelpuppe, sehr geil. Ausgezeichnet. Ja, sehr geil. Stimpaks heilen dauerhaft 10% mehr Schaden. Sehr schön. Was hast du vor? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Genau, Curie, komm mit. Da ist noch irgendwas drin. Haarklammerbox, sehr schön. Sonst noch irgendwas? Curies Terminal. Dieses Terminal ist nun exklusiv für Curie vorgesehen. Sowohl für Forschungszwecke als auch für persönliche Belange. Bitte respektiert ihre Privatsphäre und verwendet für eure eigene Arbeit andere Terminals. Danke, Dr. Collins. Forschung. Datum der letzten Löschung, unbekannt, Fehler, defekter Speicher, dieses Blablabla. Persönlich. Einträge sind persönliche Arbeit und Eigentum von Curie. Nicht lesen. Ja, damit meine ich auch dich, Dr. Collins. Begrüßung wird initialisiert. Labor. Ich habe von Dr. Collins den Befehl erhalten, einen Eintrag zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat darauf bestanden, dass dies kein Terminal, dass dies mein Terminal ist. Ich habe ihm wiederholt erklärt, dass Roboter laut Robco-Richtlinie kein Eigentum besitzen können. Doch seine Befehle waren eindeutig und unmissverständlich. Ich werde Dr. Collins Wunsch befolgen und ein Protokoll führen wie befohlen. Kollegen. Ich habe meine Analyse und Integration der Daten abgeschlossen, um als Forschungsassistentin von Nutzen zu sein. Ich habe den Befehl erhalten, eine Beurteilung meiner Kollegen zu verfassen. Dr. Flint ist objektiv betrachtet brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als schroff bezeichnet. Aber mir fällt es leichter, Dr. Flints Befehle und Sprachmuster zu erkennen. Seine Beobachtungen sind immer sehr scharfsinnig und ich lerne von ihm sehr viel über die Arbeit mit Zellkulturen. Die Zusammenarbeit mit Monsieur Burrow läuft sehr gut. Er hat viele niedere Aufgaben zu erledigen, für die sich meine Programmierung ausgezeichnet eignen würde, wie beispielsweise das Tragen von schwerer Laborausrüstung. Das ist seltsam, denn meine Fähigkeiten übersteigen die eines menschlichen Mannes bei Weitem. Dr. Collins hat mir gesagt, dass es ein Zeichen von Respekt ist, das mir Monsieur Burrow entgegenbringt. Das ergibt keinen Sinn. Tja, ist halt für einen Computer oder Roboter nicht ganz so einfach zu verstehen. Fehler bei Cage-Integration. Yep. Zack, Eintrag weg. Aufgewühlt. Blablabla. Ungewohnt aufgewühlten Zustand. Er weigerte sich, nach seinem Frühstück das Zimmer zu verlassen. Dr. Collins versichert mir, dass dieser Zustand wieder vergeht und Monsieur Burrow lediglich überwältigt ist von... Blablabla. Nachruf. Dr. Burrow ist verstorben. Die Obduktion ergab, dass er an einem durch das hohe Alter verursachten Herzstillstand gestorben ist. Er ist um 5.01 Uhr kurz nach dem Aufwachen von uns gegangen. In Übereinstimmung mit früheren Anweisungen des Doktors wurde die Überreste in eine spezielle Urne neben Dr. Collins und Dr. Flints platziert. Dr. Burrow war bei der Arbeit, die uns die anderen überlassen haben, von großer Hilfe. Mein letzter Befehl lautete, alleine an unseren Projekten weiterzuarbeiten, sodass unsere Tode nicht umsonst waren. Meine Prozessoren sind vollauf damit beschäftigt, die Studie der Erreger und Viren zum Wohl der Menschheit fortzusetzen und seinen letzten Wunsch zu würdigen. Ende der Nachricht. Collins Archiv. Hochfahren.
Wir haben nur noch 3 Forscher, das schränkt uns stark ein. Habe mich entschieden, ein paar Modifikationen an diesem Mr. Handy vorzunehmen. Könnte recht nützlich für bestimmte Laborarbeiten sein. Seit dem Aufnahmetag ist mir alles anders als wohl. Nicht genug damit, dass die Welt untergeht, ich mache mir zusätzlich Sorgen wegen Olivets Motiven. Meine verstaubten Robotikfertigkeiten auf Vordermann zu bringen, ist genau die Ablenkung, die ich brauche. Persönlichkeitsprofil. Ich werde eine Reihe individueller Persönlichkeitseinstellungen für den Roboter schreiben. Sie bekommt ein wenig von Lisa, ich hoffe wirklich, dass sie es in ihrem Vault in DC geschafft hat, und ein wenig von meiner Hochschulliebe damals in Versailles. Ich befülle ihre Datenbank mit allen großen Werken, auf die ich hier Zugriff habe. Kant, Einstein, Born, Darwin, Curie, Faraday, Turing und Braun. Sie wird viel lernen müssen. Sie fühlt sich schon deutlich mehr wie ein Kollege im Labor, nicht wie eine Maschine. Ich nenne sie Curie. Ich weiß, ich war noch nie sonderlich subtil. Therapeutisch. Curie schlägt sich hervorragend. Flint hat endlich aufgehört, mich für verrückt zu erklären, nur weil ich darauf bestehe, dass wir sie wie einen Menschen behandeln. Und ich schwöre, dass Burrow sie mit so viel Respekt behandelt wie damals Rebecca bei der Ausbildung. Das ist wirklich herzergreifend. Was noch wichtiger und vielleicht auch überraschender ist, sie bringt ein Gefühl von Normalität ins Labor. Dank ihr bleiben wir alle ein wenig mehr auf dem Boden. Alles, was uns von der aktuellen Lage ablenkt, ist mehr als willkommen. Ich habe bisher eine Menge Anpassungen an ihrer Persönlichkeitsmatrix vorgenommen, aber nach und nach erscheint es mir falsch, sie zu manipulieren. Ich werde ihre Programmierung fürs Erste nicht mehr verändern, mal abwarten, wie sie sich mit zunehmendem Wissen entwickelt. Dauerhafte Anweisung. Habe dieses Terminal seit Jahren nicht mehr angerührt, nicht mehr seit ich es Curie überlassen habe. Ihre Reaktion darauf zu erleben, dass sie endlich etwas Eigenes hat, war unglaublich. Sie schien mir einfach falsch, das zu verletzen. Also gehört es seitdem wirklich nur ihr allein. Dieser letzte Eintrag ist eine Ausnahme und ich nehme an, dass ich ihn aus Gewohnheit verfasse, als Mann, der es ein Leben lang gewohnt war, seine Experimente zu protokollieren. Wir haben heute Flint verloren und Burrow verbringt aktuell deutlich mehr Zeit damit, mir im Labor zu helfen, als tatsächlich selbst zu forschen. Gut, dann also meine Ergebnisse. Curie war ein erstaunlicher Erfolg. Sie überstieg meine Erwartungen an das, was ich in der Roboterprogrammierung für möglich hielt. Ihre Persönlichkeit fühlt sich so real an wie meine eigene. Ihr Interesse an wissenschaftlicher Forschung ist unersättlich und es war äußerst bewegend mit anzusehen, welche Schwierigkeiten ihr Konzepte wie Sterblichkeit bereiteten. Sie ist wahrlich mein größtes Werk. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages mehr von der Welt sehen wird. Wenn ich doch nur dabei wäre, wenn sie das erste Mal den blauen Himmel und die Schmetterlinge sieht, die sie nur aus meinen Liedern kennt. Ja, das können wir wohl leider nicht erfüllen, aber ansonsten weiß ich nicht. Sie hat ja gesagt, sie kommt mit uns mit. Etwas? Wir müssen mit den Professoren der Universität sprechen. Sie können ja uns sicher Antwort auf viele unserer Fragen geben. Der Universität, genau. Ja, ganz klar. So, und jetzt ist auch der Aufzug bereit. Zack, und wir fahren wieder in den normalen Bereich des Vault 81. Und können den kleinen, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ja, aber den kleinen Kerl retten, der hier von dieser Maulwurfsratte angefallen wurde und mit irgendwelchen komischen Erregern, infiziert ist. Genau, und hier haben wir auch gleichschätzungsweise den Ausgang direkt an das Tor zu Vault 81. Jawohl, Türfernsteuerung, genau, öffnen. Mal halblang. Die forschen 125 Jahre und könnten eigentlich direkt hier über den Fahrstuhl hoch? Naja. Du hast Mumm, den Pippo da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass der bla 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 bla. Mir will hier alles ans Leder. Die wollen mir nicht den Pip-Boy klauen. Die wollen mein Leben und mein Hab und Gut. Ich frage mich, wie Ebola, Hepatitis und Influenza über die Jahre mutiert sind. Oh, also wenn die hier mitkommen darf, dann kommt die demnächst mit. Auf jeden Fall. Jetzt geht's aber zuerst mal in Mist, wo war denn hier wenn vielleicht wieder? Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsythe und Rachel unten im Sanitätszentrum. Genau, da möchte ich hin. Sanitätszentrum.
Hier ist Klassenzimmer, da möchte ich nicht hin, Reaktor auch nicht. Dr. Forsyth war über Austins Aussichten sehr offen. Ich habe solche Angst, ihn zu verlieren. Glaub? Ja, ja, hier unten sieht's gut aus. Bilde ich mir das ein oder ist hier drin einiges los? Hier kommt gleich eine Kollegin, die sieht noch ein bisschen besser aus als du, Rusty. Das okay, Mittel. Du hast es. Ja, genau. Nur eine, die ist für mich. Nee. Wie geht es, Austin? Meinst du, er überlebt die Behandlung? Sie ist kurz nachdem du gegangen bist, bewusstlos geworden. Ach stimmt, war das eine Sie? Nee. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Ja, dann haben wir den kleinen Rotzböbel hier gerettet. Wir machen aber an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's es gut.